Und zwar international befindet sich gerade im Gebirge im Jemen. Hier sind wir sehr weit von der Außenwelt abgeschottet. Das ist auf dem Berg. Wir mussten sehr weit fahren, um dieses Gebiet zu erreichen. Es ist auch sehr schwer, hier hinzukommen. Es kommen sehr wenige oder kaum Hilfsorganisationen hier hin. Schaut euch mal an, wie die Leute hier leben. Guckt euch mal diese Hütten hier an. Da ist ein Babybett. Stellt euch mal vor, euer Kind kommt zur Welt. Und stellt euch mal vor, ihr lebt in so einer Situation, ja? Das können einige eigentlich, das können einige gar nicht begreifen, wie schwer das ist, ja? Stell dir mal vor, du lebst so. Stell dir mal vor, das ist deine Küche, ja? Islam ist nicht, sich nur eine Gebetskappe auf den Kopf aufzusetzen, den ganzen Tag vor Facebook zu sitzen, sich Abu Mujahid al irgendwas zu nennen, obwohl man Hans Günther heißt, ja? Und dann den ganzen Tag irgendwie mit den Leuten diskutieren, wo gibt's die beste Sunna-Hose, wo gibt's das tolle Misk, Alter, wer hat das beste Misk? Guckt euch mal die Situation an, wie die Leute hier leben, ja? Nehmt mal euer Geld, spendet mal lieber hier, anstatt sich ein neues PlayStation-Spiel zu kaufen, anstatt rumzusitzen, jeden Abend Shisha-Bar, was weiß ich, gibt's 10 Euro für Shisha-Bar jeden Abend. Fühlt's nicht cool, Alter? Guck mal an, wie die hier leben, Alter. Ja, das geht mir richtig ans Herz.